Ich weiß nicht, ich hätte jetzt irgendwann mal große Lust in. Ich habe eine Cavern entdeckt. Wie? Okay. Was lungert hier unten alles rum? Also, wir sind endlich mal auf die Cavern gestoßen und die ist riesig. So, die Cave Spiders werden mir immer noch nicht angezeigt. Ist jetzt die Frage, hat sich der Fungus schon bei uns ausgebreitet? Das sehen wir ja ziemlich schnell hier. Ja, hat er. Okay. Wir sollten zuerst was gegen den Fungus machen, der sich bei uns oben ausbreiten will. Wie hier zum Beispiel. Deswegen brauchen wir Paved Roads über diese Flächen. Und zwar Limestone. Also ich muss sehr viele Limestone-Blöcke jetzt herstellen, also in Auftrag geben wieder mal. Stones und Rockblocks. So. Gleich mal 20 Stück. Und gut ist es. Wir wollen nicht, dass der Fungus sich unbedingt ausbreitet bei uns. Wir können ja mal jemanden runterschicken, um Webs zu collecten. So, hier sieht hoffentlich alles noch gut aus. Ist der die Stelle getrocknet? Die war, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Ja, hier.
Na, ein bisschen Wasser kommt hier noch, wahrscheinlich weil es ziemlich viel gegraben ist. Hey, wir haben endlich mal Socken fertig. Und Schuhe. Kann keine Webs sammeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es hier unten doch Webs. Oh, da muss ich erst. Ach, man kommt hier jetzt gerade nirgends hin, hä? So, hier haben wir auch einen schönen Pond. Wo willst du jetzt hin zum Graben? Ach so, da oben. Nee. So, sind jetzt die. Nein. Also scheinbar wollen die Spinnen nichts von uns wissen. Wir haben Boryon gefunden. Rosenquarz, ja. Also ich kann jetzt theoretisch. Ah, die sammelt jetzt Webs. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie die Spinnen verschrickt. Black Opal. Okay, wo ist sie jetzt hin verschwunden? Eieieiei, ist das eine riesige Höhle, die wir hier gefunden haben, ey. Okay. Ich wollte eine Fishing Zone machen. Ach, ziehen wir die einfach mal hier so ein bisschen großzügig. Red Diamond und Green Diamond und Star Saphire. Heidewitzka. Boah, durch das Zeug. Ist wertvoll. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine Fishing Zone, eine gescheite. Das heißt, die können wir wegschmeißen. Und haben nur noch hier unser Wasser.
Gut, wie läuft meine Rockblock-Produktion? Die läuft gut. Das heißt, wir bauen jetzt weiter. Weiter Paved Roads. Keep building mal. Und ja, das wird nicht schön. Aber für den Augenblick geht's nicht besser. Sondern ist der Funguswachstum hier oben schon mal etwas eingeschränkt. Jetzt muss ich noch bei meinen Farmen. Aber richtig bitte, drei Felder. Dafür bräuchte ich 21, also müssen wir noch mehr Rockblocks machen. Dann können wir hier unten theoretisch mal. Ein bisschen Holz fällen gehen. So. Oh ja, die kleinen Cave Spiders hier, die sind scheinbar harmlos. Wir sollten aber auf jeden Fall genug haben. Und ich sollte vielleicht. Hier das Ganze mal umbenennen und neu und mal Locations reinmachen. Eigentlich an zwei Orte, die drei Orte, die wichtig sind jetzt. So, the gate. Und Cave Entrance. So, jetzt kommen wir mit F1, F2, F3 zu den drei wichtigsten Locations. Wir haben einen Dorfentscheid in Depression.
Wie sieht das hier aus? Hier wächst schon Caveweed und Zeug. Ja, und hier wird es nicht reichen, gell? Doch, reicht genau. Geht genau auf. So schön. Wie sehen eigentlich unsere Särge so aus? Na, ein paar haben wir noch. Oh, Fischerdorf. Ah, cool, und da haben wir Tower Cap Locks. Das heißt, wir müssen nicht mehr an die Oberfläche, um Holz zu sammeln. Was auch praktisch ist. So, die Straßen werden gebaut. Wir haben jede Menge leere Fässer und Barrels wieder. Okay, wird mal wieder Zeit, Trinken in Auftrag zu geben. So, wie sieht's hier oben aus? Tantrum, Sudden Exports, mehr Tantrum, Fischerdorf. Und er hat unseren Jack da umgebracht. Jetzt reicht's mir echt mit dir. Wo ist der Expo-Leader? Rockblocks.
ist mein X-Bow-Leader.